Hallo, herzlich willkommen zurück. Way of the Hunter, wir jagen Hollywood, den Maultierhirsch mit dem besonders tollen Geweih. Ich bin sehr gespannt. Wir scouten mal so ein bisschen, ob wir ihn vielleicht sehen können. Also hier war auf jeden Fall am Ende der letzten Folge, ja genau, waren hier Geräusche zu hören. Ah ja, Ihr wisst ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt aus den anderen, aus dem anderen Jagdspiel, dass man, das muss ja ein Männchen sein mit dem abnormalen Das Geweih. Hollywood. Was wollte ich sagen? Dass die Weibchen immer Vorrang haben, ne? Also die laufen halt immer vor. So, da ist er jetzt. Frage ist, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wir müssen den erlegen. So, das heißt, wir brauchen die richtige Waffe. Maultierhirsch haben wir schon geguckt. Level 5, der ist jetzt schon richtig weit weg. Aber die sind noch ruhig. Also es ist jetzt nicht so, als würden die da Terz machen. Hollywood, der hat doch sogar einen Namen. Tierart Hollywood. Wir können gerne noch mal gucken. Enzyklopädie, Maultierhirsche haben Jagdstufe 5. Und wenn wir noch mal hier im Inventar gucken, das erste Gewehr, was wir haben, wird gar nicht angezeigt, aber kein Problem. Wir gucken hier hin. Ist auch Jagdstufe 5. Wir haben nicht mehr so viele Patronen tatsächlich. Also ich sag mal so, auf 230 würde ich jetzt nicht. Oh, der hat schon 2 Sterne, definitiv. Auf 230 Meter, das ist schon ein Schuss, ne? Wir können es versuchen, aber so richtig lustig finde ich das nicht, weil wenn wir schießen und den nicht erwischen, ja, dann ist eben auch gelitten. Wo ist denn der jetzt hin? Der hier ist es, ne? Wir brauchen halt ein Fernglas mit einem, also mit einem Zoom irgendwas. Das ist sonst echt mühselig. Versuchen wir mal ein bisschen näher ranzukommen. Ich glaube, noch weiter, also kriechen, so also auf dem Boden, auf allen Vieren würde ich jetzt nicht. Wir gucken einfach mal, ob wir die nicht ein bisschen auf 150 rankommen können. Maultierhirsch, du bist Hollywood. 170. Ja, so ein bisschen machen wir, komm. Du bist ruhig. Wir versuchen das auf 150 Meter. Das ist, finde ich, eine gute. Steht der eine jetzt davor? Gehen die jetzt in die Büsche da rein? Lass das mal mit den Büschen, ja? Lass das mal. 170, ja, jetzt ist der da hinten verschwunden. Aber die sind ruhig. Die sind ruhig. Also die sind jetzt nicht so, als würden wir die verschreckt haben. Bist du Hollywood? Ja, du bist Hollywood. Du bist jetzt bei 150 Metern, mein Freund. Du bist jetzt fällig. Jetzt mal ehrlich. Lass das. Ich hab dich gedingst. Zweimal sogar. Zur besseren Orientierung in der Welt kannst du verschiedene Arten von Markierungen setzen. Ja, ist klar, das haben wir schon. Der kann nicht weit gekommen sein, oder? Nicht dein Ernst. Läufst du da oben? Nee, du bist. Also jetzt mal ehrlich. Okay, das können wir jetzt hier mal markieren. Also jetzt mal ganz ehrlich, den haben wir doch jetzt wirklich. Ah ja, hier ist ein bisschen Blut. Hier haben wir schon dann was markiert. Naja, wir haben schon was markiert. Das ist halt ein bisschen bedauerlich jetzt hier. Das Tier wird langsam schwächer und ist möglicherweise weiter entfernt.
Entschuldigung, mittlere Menge Blut. Ich habe gerade was getrunken. Jetzt muss ich mal so aufstoßen hier. Mittlere Menge Blut, okay. Das ist jetzt nicht so schwierig. Der ist halt jetzt hier hochgerannt. Es wäre halt schön, hier ist halt wirklich... Aber wir sehen das. Wir haben hier den größeren Teil des Blutes und dann wird das halt in die Richtung immer weniger. Das ist schon mal gut. Mittlere Menge Blut. Wir haben ihn nicht so richtig gut. Also wir haben bestimmt 3 Schüsse gebraucht. Ich bin mal gespannt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon weiß, wie das mit Kimme und Korn funktioniert. Klar. So gehen wir ruhig mal ein Stückchen mehr. Ja, der wird jetzt hier lang gelaufen sein. Ja, mittlere Menge, da sehen die Dinger auch noch ein bisschen anders aus. Ich würde denken, den haben wir, oder? Jetzt mal ernsthaft, den müssten wir doch haben. Den müssten wir doch wirklich haben. Also ich meine, wir haben ihn mindestens einmal in die Brust vorne geschossen. Ja. Also einmal in die Brust vorne und einmal hinten rein. Und wenn es, also meiner Theorie nach, auch nochmal in die Seite. Mittlere Menge Blut. Weiter entfernt, hieß es ja am Anfang. Also das heißt, tatsächlich, wenn da steht, Tier überlebt, dann kann ich es quasi auch direkt sein lassen, den zu suchen, glaube ich. Ja, ich glaube, das macht dann wirklich gar keinen Sinn. So. Übrigens ist das hier, wenn man jetzt hier auf der Map guckt, ganz anders. Also hier ist es tatsächlich so, das sieht man ja auch. Dann mache ich mal hier ganz kurz hier so eine Spur hinsetzen. Hier sieht man das ja auch. Man kann die markieren, es nützt aber einem so gar nichts, gar nichts. Ja, also die werden jetzt noch nicht, vielleicht passiert das noch, aber die werden jetzt noch nicht so richtig angezeigt, wo sie denn sind. Auf der Map meine ich. So, hier geht es jetzt weiter. Mittlere Blutmenge, hier nochmal mittlere Blutmenge und jetzt hier so hin, okay. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen weniger. Ich täusche das gerade. Na, guck mal hier. Ist wirklich nur noch schwierig zu sehen. Kleine Blutflecken hier. Hier vorne geht es nochmal weiter. Na gut, es hieß ja, dass er weiter weggelaufen ist. Ist ja gar nicht so schlecht. Aber wenn wir den wirklich kriegen sollten, kriegen wir nicht nur das Achievement, sondern kriegen wir auch ein bisschen Geld dazu. Ich glaube, den haben wir einfach nicht gut erwischt. Ne? Ich glaube, ich muss nochmal auf den Schießstand. Ich war tatsächlich auch nochmal im Offline-Modus, also ohne Aufnahme quasi dort. Das ist so die Richtung, oder? Ja, ich glaube, da. Hier geht noch was. Mittlere Menge Blut. Ja, hier geht's runter mit dem Blut. Und habe nochmal versucht, es ist, wie ich finde, nicht so ganz einsichtig. Man muss zwar die Entfernung einstellen, aber es funktioniert jetzt hier nicht so richtig gut. So, hier haben wir jetzt... Hier ist, glaube ich, nochmal Blut. Mittlere Menge Blut. Hier geht es nochmal nach oben ein Stückchen.
So, und hier macht er jetzt wirklich auch noch mal eine Kehrtwendung, Fragezeichen. Und wenn ja, wohin? Also das sieht jetzt schon wieder sehr komisch aus hier. Das ist da verrückt, oder? Jetzt mal ehrlich. Naja. Okay, das heißt aber jetzt hier runter. Wir kommen nicht von hier unten. Ist es nicht eigentlich andersrum? Ist es nicht eigentlich da, wo der dicke Fleck ist, ist... Ja, ich glaube, der ist nämlich hier im Kreis gelaufen. Guck mal. Oder ist er da hinten hingelaufen? Guck mal hier. Ja, ich finde nämlich, guck mal, der Kreis ist, also der dicke Blutfleck ist immer als erstes und dann zeigen die anderen an, wo er lang ist. So müsste das sein. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier Probleme haben, weil der mehrfach im Kreis gelaufen ist vor lauter Schmerzen. Hm. Aber hier geht es ja definitiv weiter. Ne? Hier den Weg runter. Ja, wahrscheinlich verfolgen wir ihn einfach jetzt in dreiviertel Stunde, ist ja gar kein Problem. Hier ist noch ein bisschen Blut. Ja, jetzt hat der Bluttropfen hier schon wieder so eine andere Form. Naja, so eine... Geht jetzt hier nochmal lang. Und wirklich nochmal gucken, das ist nicht so einfach zu sehen, wie ich finde. Also da würde ich mir in der Enzyklopädie wünschen, da guckt man nachher nochmal rein, ob da was steht, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Und kann natürlich sein, dass das Wissen ist, dass man mit der Zeit erst freischaltet. Ja, das kann ich mir durchaus so vorstellen. So, wir hüpfen ja wirklich hier von Blutfleck zu Blutfleck. Nicht zu weit gehen, aber auch nicht zu wenig. Ach, hier ist er. Okay, alles klar. Dann geht es hier nochmal weiter, würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist schon eine Jagd im Sinne eher von der Verfolgung. Nicht so sehr von der Jagd. Da liegt er. Da liegt der gute Junge, Hollywood. Das tut mir sehr leid für dich, aber es stand so. Was soll ich denn da sagen, Hollywood? Es stand halt so im Tutorial drin. Das Tier wird beansprucht. Ach, du ahnst es nicht. Gut, einmal durchs Gesicht. Das Gehirn haben wir trotzdem ganz nicht getroffen. Fleisch, 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 Rückgrat. Ja, da kommen wir auch zu. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Und zwar scheint es wohl so zu sein, dass an bestimmten Stellen, also gucken wir mal hier, glaube ich. Hier können wir das, glaube ich, gut sehen. So. Oder auch nicht. Hier seht ihr, hier pilzt sich das irgendwie ein bisschen auf. Und das habe ich bei einer, bei einem Video, ich glaube am Anfang habe ich das nicht so gesehen, da ging es um das Herz und der Tor schrieb rein, doch, doch, die Aufpilzung ist da. Und das ist halt die Aufpilzung. Die ist bei diesem einen Video nicht so richtig gut zu erkennen, aber naja, gut, trotzdem. So, offensichtlich haben wir zwei Schüsse gebraucht, das eine ins Gesicht.
Das andere ins Hinterteil. Dann hier in den Knochen, dann hier in den Darm. Nicht so schön. Fleisch, Knochen, Innereien. Ja, das ist halt der Darm quasi. Und da ist sie stecken geblieben. Nehme ich mal an. Ist nicht so schön. Was sind das hier für Zeichen? Weiß man nicht so genau. Ja, und das ist auch nicht so richtig schön. Also hier einmal, die verliert halt relativ hier an Schwung. Ich glaube, durch die Knochen, weil wir ins Gesicht geschossen haben. Ja, das ist natürlich dumm. Ne? Wenn wir ein bisschen tiefer geschossen hätten, hätten wir ja hier in den Brustkorb geschossen, hätten natürlich hier viel mehr schicke Organe getroffen. Ach so, und ich habe übrigens geguckt, Taxidermie, das habe ich nochmal gegoogelt. Taxidermie bedeutet die Präparationskunst. Also da werden Tiere quasi ausgestellt. Genau. Die werden dann so präpariert quasi. Ja, was machen wir denn jetzt? Übersicht. Gesamtverkaufspreis 280. Wir können ihn nicht verkaufen. Wir können ihn nur taxidermieren. Sagt man das dann so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Trophäenwertung 2. Jagdwertung nur 4 Sterne. Was haben wir denn hier eigentlich? Das war die Geschosskamera. Ja. Das ist halt nicht so richtig gut gewesen hier. Der zweite Schuss war auch noch der Verlegenheit entsprochen. Das war einfach alles nicht so richtig gut. Verfolgungsdauer 40 Minuten. In-Game-Minuten sind das. Das sind also keine Reality-Minuten scheinbar. Wir haben 40 Kilo für Stinks verloren. Und was haben wir bei der Trophäe? Eine Gesamtwertung von 128. Wir können ihn nur taxidermieren. So, haben wir jetzt gemacht. Und jetzt kehren wir zum Jagdhaus zurück. Und da gibt es noch das Achievement, wie der Vater, so der Sohn. Und hier, das finde ich mal ganz spannend. Ja, das Blut scheint nicht zu verschwinden, Entschuldigung. In dem Moment, wo wir den Hirsch aufnehmen, scheint es nicht zu verschwinden. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. So, dann machen wir hier einmal die Schnellreise hin. Jetzt müsste der ja da ausgestellt sein. Ja, kehre zum Jagdhaus zurück. Wir schauen mal. Ja, guck mal. Nun gut. So. Um Tiere ausstellen zu können, musst du beim Erlegen die Option Präparation wählen. Du kannst sie dann auf Ständern im Jagdhaus ausstellen. Verkaufte Tiere sind für immer weg. Alles klar. Stelle Hollywood im Jagdhaus neben seinem Vater aus. Das ist dann das hier. Eieiei. Okay. Wie geht das denn hier mit dem Spaß? Hollywoods Vater, zweiter Platz, Hollywood. Das ist schon sehr bedauerlich. Zweiter Platz. So, Hollywoods Vater, Platz 1, Platz 2, Taxidermie-Trophäe. So, entfernen, Diorama ändern. Hollywood und sein Vater auf der Flucht. Nö, das lassen wir so. Das sieht doch gut aus. Also, was heißt gut aus? Es sieht nicht gut aus. Also, ihr wisst ja. Ich halte nichts von diesen komischen Präparationsdingern. Ich finde die eher gruselig, aber für hier, was sollen wir da sagen? Ach, guck mal, wir können hier einen DAX aufstellen. Ja, machen wir das mal. Diorama wählen. Sehr gut. Amerikanischer DAX. Kostet uns 250. Ja, komm. Ich sag da jetzt mal nichts zu, ja. Ja, schön ist anders. Na gut, aber ich meine, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. So, da vorne haben wir jetzt eine Mission am Computer, glaube ich. Wir müssen uns jetzt was kaufen. Gucken wir mal. Mal in die E-Mails reingucken. Duck und Dein. Vielen Dank im Voraus, Manager im Duck und Dein. Nö, das hatten wir. Das waren ja so Ziele. Sprich nicht mit meinem Sohn, die Krankheit breitet sich aus. Nö, Fahrzeuge, Shop. Wir könnten uns was Neues leisten, aber ich finde, was sind denn die Anbauten? Ach ja, Rotpunktvisier. Am ehesten hätte ich ja tatsächlich Bock auf hier so ein Fernglas, 2x7, 33 mm. Das ist jetzt nicht so groß. 22 mm. 3x7. Das wäre noch viel schöner hier. Wollen wir uns das hier gönnen für 3? Warte mal, das hier ist.
Die Vergrößerung ist 2 bis 7-fach, ja. Hier haben wir eine, guck mal, der kostet nur 1500. 40 mm, 33 mm. Also da würde ich doch die hier nehmen. Leupold 4,5 mal 14. Das heißt, wir können doppelt so nah ran sehen. Das ist doch schön. Ja, das kaufen wir mal. So. Und dann können wir das theoretisch doch auch gleich ausrüsten. Hier können wir uns übrigens auch noch was kaufen. Und zwar neue, das hatte ich glaube ich schon mal auch gesagt, ne? Das sind neue Landstriche, die wir dann quasi bereisen dürfen. Wie ist das bei den Waffen? Können wir uns da noch was leisten? Kaliber. Repetier. Repetier Jagdstufe 5. Jagdstufe 3. Jagdstufe 6. Auch nicht schlecht. Ja. Keine Mission aktiv. Aber hier war jetzt auch nichts, oder? Hier waren keine Missionen. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Warte mal, wir können die jetzt hier ändern und ändern jetzt mal das da rein. Ausrüsten. Sehr gut. Und hier auch. So, können wir die dann eigentlich verkaufen? Einklappen? Nee. Primär und sekundär. Gut, jetzt haben wir das schon mal geändert. Wir könnten noch mal gucken, ob wir uns nicht hier so ein, pass mal auf, ob wir uns nicht so einen Caller kaufen könnten. Anbauten, Ausrüstung, genau. Weil Pity locker, Reh locker. Ich muss mal niesen. Hirschlocker. Das ist doch viel schöner. So ein Hirschlocker hier für Maultierhirsche und Weißwedelhirsche. Das kaufen wir mal. Sehr gut. Und dann rüsten wir das auch mal aus. Hä? Hirschlocker. Ausrüsten. Hier können wir scheinbar noch mehrere Ferngläser reinnehmen. Warte mal, was kosten denn die Ferngläser? 10-mal Vergrößerung, 8-mal Vergrößerung. Uiuiui. Linsenqualität Luxus. Habe ich Nasenbluten? Nee. Ah, fühlt sich gerade so an. Komisch. Ja gut, also ich sag mal, da haben wir jetzt mal ein bisschen Geld ausgegeben. Oh, locker und gedöns. Wenn du von der Anwesenheit eines Tieres weißt und dich in einem Aussichtspunkt befindest, benutze den richtigen Locker. Caller, dann kommt das Tier zu deiner Position. Du kannst neue Locker im Shop kaufen. Okay. So, na dann. Das ist das Lager. Jetzt haben wir keine aktiven Missionsziele. Ja, das ist ja bedauerlich. Was soll man denn da sagen? Guck mal, da kann man schon ordentlich jetzt ein bisschen was sich angucken. Also da, warte mal, wie war denn das? Da, wo der Punkt ist, da ist doch eigentlich, wir reisen da mal kurz zum Schießstand. Da, wo der Punkt ist, wird doch eigentlich hingeschossen, oder? Wie war das? So, gucken wir mal. Hier ist das Gedöns. Jetzt machen wir hier mal das. Ja, ihr seht, was mein Problem ist, ist, dass sich das überhaupt nicht ändert. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Also der rote Punkt, ja. Ändert der sich, weil wir uns, ja, okay, also 600, aber jetzt, ich sag mal, in dem Feld von 300. Ich muss dahin schießen, wo der rote Punkt ist, oder? Er macht da keinen Punkt hin. Okay, hier macht er gar keinen Punkt hin. Wo ist denn jetzt der rote Punkt überhaupt hin? Der ist jetzt weg. Der hat jetzt, ach so, weil er keine Munition mehr hat. Vielleicht deswegen. Also ich meine, ich hätte es am Anfang an nichts verstanden. Ja, also da, wo der rote Punkt ist, da muss ich hin. Ja, okay. Und in dem Fall haben wir halt 300. Ich meine, das seht ihr ja auch. Es ist richtig krass. Hier bei 200, da ändert sich nahezu nichts. Das ist halt so ein bisschen drüber. Und ist das jetzt hier genau drauf?
Also ich sag mal so, je genauer ihr, jetzt muss ich wieder nachladen, je genauer der rote Punkt quasi auf dem Mittelkorn ist, desto besser. Naja, okay, das kann man ja vergessen mit diesem Fernglas hier. Das zieht trotzdem immer so ein Stück nach oben, ne? Zieh ich dann ein Stück nach oben? Ne, ich zieh eigentlich nicht nach oben. Das ist echt crazy. Mach's doch mal so. Ja, da wo der rote Punkt ist, da geht's rein. So ist es einfach. Das müssen wir uns jetzt mal merken. Genau, das müssen wir uns jetzt mal merken. Wo können wir denn hier eigentlich nochmal auffüllen, die Munition? Weißwedel, Hirsch, männlich, ruhig. Naja, ich verstehe schon. So, pass auf. Wir gehen nochmal hier in die Schnellreise. Und haben wir denn hier keine Mission mehr offen? Lass mich noch mal ganz kurz gucken. Und das haben wir ja jetzt hier erledigt. Diorama, Drama, Drama haben wir jetzt hier beendet. 1 und 2 Sterne, Platz wählen. Okay, Diorama ändern. Achso, nee. Das lassen wir mal. Was gab es dann noch? Entfernen, Taxidermie, düdüdüdüm. Nö, das haben wir. So, okay. Ja, offensichtlich haben wir dann gerade keine anderen Missionen mehr. Ich bin verrückt. Also ich würde ja denken, wir müssten doch noch, noch mal gucken hier, aber wir haben hier tatsächlich keine Mails. Und wenn wir hier noch mal gucken bei den Zielen, wer hätte das gedacht? Hirschmanagement. Erlege 5 Maultier-Hirschböcke mit einer Fitness von weniger als 40%, entweder erwachsen oder ausgewachsen. Und wer hätte das gedacht? Erlege 3 unerschrockene amerikanische Dachse. Belohnung 1400. Vielleicht sollten wir mal dafür gehen. Vielleicht aktivieren wir das mal hier. Tatsächlich haben wir ja sonst gerade keine anderen Sachen zu tun. Wir könnten nochmal in die Enzyklopädie gucken. Die Dachse sind... Jagdstufe 3. Wir haben dafür kein Gewehr, ne? Das ist so. Dann müssen wir es mit Jagdstufe 4 machen. Also das wäre das Zweier hier. Das zweite Gewehr, das wäre dann dieses hier. Ja, das ist okay, würde ich denken. Da gucken wir, da sind tatsächlich auch noch Hirsche unterwegs. Wir können natürlich nochmal versuchen, so ein Tier zu jagen. Können wir mal versuchen. Wir müssen halt jetzt Dachse jagen. Da könnte man... Oder was wir natürlich auch machen könnten, ist, wir gehen mal hier hin und grasen mal diese Dinger ab. Was haltet ihr denn davon? Hier können wir auch schnell reisen hin. Eigentlich auch keine schlechte Idee, oder? Bum. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was jetzt hier noch so auf der Ordnung steht. Können wir hier noch Inspektionskarte? Naja, hier wäre ja irgendwie sowas. Warte mal, Filter umschalten, Erkundungsmarkierung. Gehen wir mal in die rote Markierung rein. Sehen wir die irgendwie oben auf dem Radar? Ne, sehen wir nicht. Da müsste sie da sein. Machen wir das doch mal. Gehen wir ein bisschen am Fluss entlang, würde ich vorschlagen. Genau, da kommt man ja immer noch mal ein bisschen, sagen wir mal, in Kontakt mit auch dem einen oder anderen Tierchen. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Geräusche hören. Ja. Vielleicht braucht es auch einen kleinen Moment, bis klar ist, dass wir jetzt Hollywood erledigt haben.
Also eine Nacht drüber schlafen oder so. Gar nicht so eine schlechte Sache. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Mate-Tee. Ah. Das beruhigt. Und macht wach. Das beruhigt und macht wach. Ich will nur mal ganz kurz bei den Vorteilen gucken. So richtig viel Vorteil haben wir jetzt hier noch nicht rausgeholt, oder? 15 Kilometer in aufrechter Haltung, dann bekommen wir was? 15% weniger Lärm, das ist ja schön. 30 Kilometer in geduckter Haltung, naja, das haben wir noch nicht so richtig gemacht. Präsentiere 50 präparierte Tiere im Jagdhaus. Eieiei. Ja, ich muss sagen, wir sind aktuell nur analysiere 30 eindeutige Tierspuren, statisch oder dynamisch. Gut, machen wir das doch mal. Dann kriegen wir Jagdgespür, funktioniert auch im Gehen. Das ist gut, weil aktuell ist nämlich so, wir stehen, dann ist okay. Aber sobald wir gehen, ist es ausgeschaltet. Ich meine, letzten Endes ist es gar nicht so schlecht, wenn es sich auch automatisch ausschaltet. Schauen wir mal. Wir müssten eigentlich auch ein Achievement kriegen für 10 Kilometer gelaufen sein, denn das sollten wir eigentlich schon längst erledigt haben. Vor Aufnahmebeginn waren wir bei 9 Kilometern, glaube ich. Jetzt müssten wir den einen eigentlich rausgeholt haben, aber was soll ich sagen, ne? Wenn es denn aufpoppt, ploppt sie auf. Ich habe mir noch keine Videos angesehen von Jägern, die jetzt einige Zeit schon jagen, um mal herauszufinden, ob es da Unterschiede gibt im HUD, also im UI, ob wir da Uhrzeiten sehen oder mehr oder andere Informationen bekommen. Tatsächlich ist mir alles nicht klar. Bin ich nahezu ungespoilert. Ja. Von daher. So ein Hirsch jagen, das bringt schon ordentlich Zaster, ne? Haben wir gerade festgestellt. Das gibt schon ordentlich Geld. Ja. Aber der ist auch irgendwie nicht ganz so leicht zu erwischen. Warte mal, wie ist denn das hier mit dem Caller? Könnten wir den eigentlich mal ausprobieren, oder? Wo war denn der jetzt? Der war doch eigentlich hier auf... Ach, auf der 7. Ah, okay. Auf der 7. Grunzen, der Hirschkuh ruft Weibchen. Was passiert da jetzt? Man darf das nicht so oft machen, oder? Okay, ist mir jetzt noch nicht ganz so klar. Wie das funktioniert. Da haben wir jetzt normalerweise auch das Hirschdings dabei und gar nicht den für die Dachse, obwohl wir die Dachs-Mission machen wollten. Na egal, wir gehen hier so ein bisschen spazieren, von daher schauen wir mal. Wir werden auch schon angekündigt von unserem Geruch. Auch schön, ne? Weißwedeln, Hirsch. Okay. Wir jetzt hier so ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ruft Weibchen. Grunzende Hirschkuh ruft Weibchen.
Man kann das nicht ändern, oder? Ich meine, also. Dachse sind ja auch lange dran. Also, ihr seht ja, wir brüllen einmal und läuft ja unten dieses Dreieck irgendwie. Kann da nichts anderes einstellen. Ich kann jetzt nur noch mal blöcken. Ihr hört nichts, oder? Dann gehen wir mal so ein bisschen vorsichtig vorwärts. Eigentlich mit dem, nee, Numlock ist nicht, dann ist tatsächlich immer nur die 10er-Tastatur. Rechts von mir, hier knackt es auf jeden Fall. Hier 260 Meter. Noch ordentlich weit weg. Meter wäre natürlich schon noch eine Nummer. Stelle mal schon mal auf 50 ein, man weiß ja nie. Bisschen optimistisch gerade, ne? Aber. Weißwedelhirsch weiblich. Meter. Na ja, gut, warum auch nicht? Wir rufen noch mal, würde ich sagen. Jetzt hören wir kein Knacken mehr. Oder? Abgesehen mal von meinem leichten Rülpsen. Entschuldigung. Ja, das gehört halt so Jagdspielen dazu. Man muss halt warten. Und ich finde es immer wieder spannend, wie man auch die Stimme dann runternimmt. Ruhig, das ist jetzt aber die falsche Richtung. Du kommst doch eigentlich von da. Das ist jetzt bedauerlich. Eigentlich müsstest du von dort kommen. Uff, uff, uff. Was heißt denn dieser dicke Block? Heißt das. Naja, guck mal, da wird zurückgeantwortet. Weißwedelhirsch, 240 Meter. Das ist natürlich echt eine Nummer. Ich komme halt nicht mal eben um die Ecke jetzt hier. Aber tatsächlich würde das eher dafür sprechen, dass die weiter weg sind. Naja. Versuchen wir da mal zur Baumgrenze zu kommen. Baumnaht, wie nennen wir das? Ich weiß es noch nicht, ich muss gleich mal googeln. Kann halt auch wirklich hier überall sein, ne? Weißwedelhirsch.
Kann natürlich sein, dass ich jetzt auch schon verschreckt habe durch den, ich sag mal, großzügigen Caller, User. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie hektisch im Unterholz. Ich habe das Gefühl, die wollen jetzt schon auch hier hin. Die trauen sich nur noch nicht so ganz. Gehen wir ein bisschen vorsichtig weiter. Und der 240 Meter bis 260 Meter, der ist noch viel weiter weg. Oh, aber jetzt hier im Wald schießen? Oh, keine gute Idee, oder? Weißwedelhirsch. Sind das dafür Bubbles? 180 bis 200 Meter, interessant. Geräuschentfernung 180 bis 200 Meter. Kriegen wir die jetzt angelockt? Das ist die große Frage. Wir machen einen kleinen Cut, Ladies and Gentlemen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Oh, dann wird es spannend. Wir schießen so ein Hirsch, ne? Weißwedelhirsch. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.